Heute machen wir mal was anderes. Und zwar testen wir mal eine Fastfood-Kette. Viel Spaß mit dem Video. Warum kommst du denn mit Auto? Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Heute geht's zu Five Guys. Die haben in Neumünster aufgemacht. Das ist so ein Stündchen von hier. Und der da ist da. Das geht. Und wir holen jetzt noch Franzi ab von der Arbeit, weil das quasi auf dem Weg liegt. Und dann wollen wir mal gucken, was die Burger da so können. Dann total, jetzt mit Kameramann. Unterbezahlt. Gar nicht bezahlt. Sag ich doch. Daniel, ich hab Hunger. Ich auch. Ich Hunger. Wann sind wir da? Gleich. Genauso aus wie der andere. Ah doch, du kannst da so reinbeißen. Das ist richtig Max Tuning Content hier. Nicht beim Essen filmen lassen. Komm, beiß rein. Sag mir was dazu. Das ist ein leckerer Burger. Das ist ein leckerer Burger. Hat dieser Burger das Attribut schmeckt verdient? Ja, definitiv. Und was sagst du? War gut. War gut, muss man sagen. Ist auch nicht günstig, aber wir sind auf jeden Fall satt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann gebe ich nochmal ein ausführliches Feedback. Aber generell kann man schon mal machen. So, zurück von Five Guys in Neumünster. Also, lass uns mal kurz ein Fazit ziehen, weil das war da vorhin irgendwie so laut und rummelig, da hatte ich keinen Bock, irgendwie da mal schon wieder was zu sagen. Ja, ich kenne das aus den USA, ich kenne es auch aus England und da hat mir das immer gut gefallen. Ich glaube, in Deutschland gibt es in Berlin und in Frankfurt so ein Ding, ich weiß aber nicht genau, wo noch. Ist eine Stunde jetzt irgendwie von Hamburg entfernt ungefähr und damit natürlich schon irgendwie aufwendig, da hinzukommen. Und dann auch tatsächlich am Ende des Tages relativ teuer, muss man sagen. Also so ein, der erste Burger, den ich hatte, der ein bisschen größer war, der kostet einen Zehner. Da hatten wir eine große Portion Pommes, die angeblich für 4 bis 5 Personen reichen soll. Die kostete fast 7 Euro. Franz und ich haben uns die geteilt. Wohlgemerkt, also 4 bis 5 Personen ist natürlich Quatsch. Falsch. Schon falsch. Der erste Satz, den er
zu diesem Bericht beizutragen hat, ist schon falsch. Getränk weiß ich gerade gar nicht. Ich habe jetzt selber gesehen, so 31 Euro irgendwie. Und ich habe mir danach noch einen kleinen Cheeseburger geholt, weil mir das nicht gereicht hat. Und womit vergleicht man das jetzt? Natürlich schwierig. Ich werde demnächst mal zu Dulfs gehen. Da werde ich auch die Kamera hier mit am Start haben, hoffentlich, wenn ich darf. Dann werde ich das da mal mit vergleichen. Aber eigentlich muss man es mit McDo oder mit Burger King vergleichen. Und im Verhältnis dazu ist es deutlich teurer. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch qualitativ deutlich geiler, finde ich. Also sowohl die Pommes als auch der Burger sind deutlich geiler. Dann hast du Refill kostenlos mit diesen richtig geil viel verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Und ja, also ich glaube, ich würde da jetzt nicht nochmal extra nur für den Burger hinfahren, wenn ich ehrlich bin. Weil dafür ist es einfach zu weit dann, muss man ganz klar sagen. Aber so, wenn mal einer nach Hamburg kommen sollte und dann irgendwie in der Stadt ist, dann lohnt sich das schon. Ja, mehr glaube ich gibt es da gar nichts zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt hier mal rein, wo ich irgendwie vielleicht mal hingehen soll und was ich mal testen soll vom Essen. Vielleicht fällt euch noch was ein. In Hamburg bitte, danke. Ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.